Hallo Freunde, willkommen zurück zu Anno. Wir haben in der letzten Episode die Seeherrschaft erlangt, würde ich sagen. Naja, zusammen mit Hassan. Wir teilen uns das ein bisschen. Aber durch ein Gewitter... Die Person konnte ausfindig gemacht werden. Hervorragend. Durch ein Gewitter wurde die Weizenproduktion hier oben in Nibelheim ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb sind wir gerade... Auf der Insel eines Mitspielers tobt ein Unwetter. Ja, recht ist. Ja, Bierproduktion, Brotproduktion wurde ein bisschen runtergesetzt. Da kämpfen wir gerade noch, dass die Patrizier wieder glücklich sind. Sollten wir aber schaffen. So, wir haben zu viel Kohle. Weil die Werkzeugmachereien... Ja, wir haben alles. Lager sind voll. Schauen wir mal. Bier erholt sich langsam wieder. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, aber sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Auch mit dem Brot sieht wieder gut aus. Wir könnten 10 Bier abzwacken. Das wäre da unten. Wo ist... Cassie ist jetzt schon fast dort. Können wir bei dem Bier kaufen? Ich bin überzeugt, dass ihr in dieser Sache Erfolg haben werdet. Ja, ja. Ist schon an Bord, ist auf dem Weg. Nö, Bier können wir bei dem nicht kaufen. Hätte mich auch gewundert eigentlich. Na, da schauen wir mal, ob wir das mit dem Bier hinkriegen oder nicht. Ein ganz und gar. Wäre an sich schon schön, weil wir dann einfach den Ruhm dafür kriegen. Aber wenn es nichts wird, meine Güte, dann wird es halt nichts. So, wie schaut's hier aus? 5 Minuten noch. Plus minus. Dieser bedeutsame Auftrag, wie schön, dass man euch mit dem... Super. Abenteuer auf der Bierinsel. Der Sultan wäre erfreut, würdet ihr mir diesen Dienst erweisen. Machen wir das noch kurz vorher. Wir haben massenhaft Papier, wir sollten massenhaft Indigo haben. Ist kein großes Ding. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Wie kommst du denn bitte an? 2 große Kriegsschiffe. Logisch. Der hat für Ruhm die Hilfsflotte des Kaisers angefordert. Was führt dich zu mir? Da kommst du im Leben nicht drauf. Was? Hassan, mein Freund. Okay. Das Flaggschiff haben wir sowieso verpasst. Was soll's? Was? Das ist eh gleich versenkt. So langsam. Eines ihrer Schiffe wurde versenkt. Ach, jetzt ist der weg. Ach, Mann. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. 2 ihrer Mitspieler befinden sich im Krieg miteinander. Das ist nicht schön. Ich dachte, ich kann ihn noch retten. Ja, ich will mit einer Entermannschaft das Schiff übernehmen. Das ist der Plan hinter dem Ganzen. Ach Gott, das ist sein Besitztum. Zwischen 2 Mitspielern herrscht Krieg. Das ist hier, das ist hier. So,
10 Indigo, 10 Papier. Sollte einfach sein. Das ist die falsche Insel. Da oben werden wir beschossen. Nicht belohnt. Wollen wir vermeiden. Ich habe mehr Glück als Verstand. Er hätte das Ding leicht versenken können. Okay. Diese Kriegsschiffe sollte man nicht unterschätzen. Die haben es ganz schön drauf. Da frage ich mich gerade, ob ich das überhaupt entern kann. Und was der jetzt damit vorhat. Fairer Handel. Es macht doch nichts, dass das... Dann ist es abgemacht. Okay. Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Sie schottert. Ich bin froh, dass ich euch, dies helft mir hierbei. Und der Sultan wird davon erfahren. Du hast gerade ganz schön Dampf unter deinem Turban. Meine Güte. Ja, entschuldige, Dings da. 10 Bier auf ein Schiff bringen, das hier unten ist, aber ich komme einfach nicht mehr dazu, das Bier einzusammeln. Wir haben jetzt einiges an Bier. Was mir gerade fehlt, ist wieder Brot. Gut, das Brotschiff ist auf dem Weg, wird nicht lange dauern. Wie viel hat es denn an Bord? Das sollte eine Weile reichen. Ernsthaft. Kein Zimmermann. Sowas Blödes. Wer Giovanni die Markante herausfordert, muss mit Konsequenzen rechnen. Yep, sehe ich auch so. Okay, der scheint auf der Flucht zu sein. Wir sollten das hier mal reparieren gehen. Ich klicke da hin und hier fährt's hin. Ich werde wahnsinnig. Wollen wir einfach hoffen, dass es ankommt. Das wäre jetzt eigentlich meine Chance. Hätte ich da ein bisschen besser aufgepasst, wäre ich nicht mal dran vorbeigefahren. Dann hätten wir es vielleicht sogar schon. Oder fast. Kommt ein bisschen auf die Entermannschaft dann an. Eure Fähigkeiten passen perfekt zu meinem bescheidenen Anliegen. Damit kommt er mir jetzt, wisst ihr? Wo mein Schiff so weit weg ist. Du wirst es verschmerzen. Jawohl. Du... Das hiermit und du beschützt mal das da. Dann bleiben die wenigstens einigermaßen zusammen. Und ich kann mich mal kurz darum kümmern, hier die Schiffbrüchigen aufzugabeln. Ah, das wäre so gut gewesen, aber nö. Ah, da oben ist da noch einer. Sieht ein bisschen aus wie meine Insel. Somit. Unterentwickelt und so. Hier haben wir keinen. Was braucht ihr? Bier? Vergiss es. Die würden das gewinnen. Also diese Schiffe sind schon leicht fies, kann das sein? Ja, jetzt herrscht Gleichstand, aber ich glaube, er wird es versenken. In ihrem Besitz über. Ach, Gott sei Dank, dann haben wir das geschafft. Dann bringen wir das in die Reparatur. Na, immerhin. Wo ist denn mein brennendes? Ja, das fährt durch ein Gewitter. Wollen wir hoffen, dass das ankommt.
Ansonsten war das ein ganz mieser Tausch. Zwei davon gegen eins hiervon. Das Gewitter hat sich gelegt. Na, immerhin. Gewitter ist schon mal vorbei. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Okay, Flotte 3. Wo? Eine Trutzburg des Feindes wurde an ihrer Küste errichtet. Wie zum Teufel? Ach so, die fahren von hier hinten raus. Alles klar. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Naja, um die Trutzburg kümmern wir uns. Wir haben ja Kriegsschiff in der Nähe. Das sollten wir hinkriegen. Der Dimerkant, der lässt aber auch nicht locker. Der ist ziemlich bissig. Sieht aber fast so aus, als wären die meisten Patrizier inzwischen Bürger. Das heißt, wir stutzen ihn auch ein bisschen zurück. So wie es aussieht, sind wir... Krieg ist ein Geschäft. Und mit Geschäften kenne ich mich aus. Okay. Immer noch, ja. Sauber. Hattest du nicht mal Bürger? Okay, Lucius ist inzwischen auf Bauernniveau abgesunken. Auf Bürger kann man auch ohne Importe aufwerten, oder? Oh nee, Moment. Der produziert auf dieser kleinen Insel nicht mal Hanf, nicht mal Most, gar nichts. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bürger nach einer Weile auch sagen, so nicht. Wobei, eine Handvoll hat er noch. Oh je. Da ist sogar sie besser aufgestellt als Lucius. Was sagt gerade, wem gehört denn das jämmerliche Boot? Hups. Ja, da kommen wieder zwei. Das gehört sich nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wo kommen die her, sag mal? Die zieht er von anderen Inseln ab, oder? Geht ja eigentlich nicht anders. So, würden die von der Hauptinsel kommen und wären frisch gebaut? Okay, Prunkpalast. Den braucht man wahrscheinlich. Die schlagen gerade das Lager auf. Die ziehen ab, das ist die Frage, wohin? Wahrscheinlich hier runter, oder? Yep, drittes Lager aufgetaucht. Ach, es ist schon in Ordnung. Ja, sorry. Oh, wir haben die alle an Bord. Wir sollten die vielleicht mal abgeben oder so. Sie haben eine Schlacht gewonnen. So gehört sich das. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Also. Ja, ihr könnt da nicht mehr an Land gehen. Was? Aber eine neue Trutzburg errichten. Wäre toll, wenn ihr die vielleicht versenken könntet. Nur wenn es keine Umstände macht. Sie haben den Feind niedergerungen. Soweit, so gut. Dann kümmern wir uns um das hier. Müsste ein Trebuchet sein. Ein großes. Zum Erliegen. Ein Wunder. Sie haben den Feind niedergerungen. Sehr gut. Und dann hatten wir hier oben noch eine Armee, die sich in Bewegung gesetzt hatte. Die müsste gleich hier rauskommen. Und die können wir uns auch noch kümmern. Das wird repariert. Sieht gut aus. Dann können wir das eintauschen. Ich glaube, das kriegen wir für... Das kriegen wir für ein bisschen ruhmlos. Oh ja, richtig. Und da haben wir ein neues Schiff dazu bekommen. Das hier hat er verkauft. Wir sind bereit. War ja klar.
Und da lassen wir die Großen einfach mal weitermachen. Eins, zwei, eins, zwei. Im Gleichschritt. Das heißt, hier gibt es jetzt dann die nächsten zwei Markthäuser. Wäre natürlich arg ätzend, wenn der jetzt hier hinten einfach wieder welche aufbauen würde oder so. Müssen wir mal gucken. Aber das lassen wir dann einfach mal ein bisschen mitlaufen. 20 Minuten noch, dann haben wir das hier oben. Soweit, dass das verkauft. Dann kriegen wir ihn von der Insel langsam aber sicher runter. Habt ihr in der euch anvertrauten Allah segne euch für eure... Quarz kann man immer brauchen. Höchst erfreulich. Okay, dass der sich noch über was freut, was ich mache. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? Oh je. Der will ja immer mehr Zeug. So, wie sieht's aus mit Bier? 20 ist nicht übermäßig. Ach so, wir brauchen Weizen. Weizen haben wir auf der Hauptinsel keinen, gell? Woher denn auch? Nope. Okay, das heißt, wir holen hier oben den Weizen ab, holen dann für ihn hier das Material. Die überschlagen sich gerade mit Aufträgen. Führen wir die beiden Flotten mal zusammen. Das sind schließlich Schiffe von der gleichen Art. Den führen wir hier oben dazu. Dann bleibt die Blockade einfach ein bisschen stabiler. Und wir sollten mal gucken, wir haben wieder genug Ruhm. Bietet unser Freund Hassan wieder eine Entermannschaft an. Sag an, was willst du? Das ist keine Entermannschaft. Der Rat der Zehn dankt. Das wäre allerdings schön. Und das wäre schön. So viel Ruhm haben wir nur nicht. Schade. Das wäre schon was gewesen. Naja, die Merkante wird noch eine Weile brauchen, bis sie die nächste kaiserliche Hilfsflotte anfordern kann. Dementsprechend haben wir da noch ein bisschen Luft. Ja, den ganzen Quarzkram. Ein feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Stadt herum. Gerade noch rechtzeitig. Was heißt gerade noch rechtzeitig? Noch viel schneller geht nicht. Dann müsst ihr mir früh Bescheid sagen. Okay, der Laden läuft wieder. Wie sieht's aus mit Zwei ihrer Mitspieler verbünden sich. Dann habe ich gleich auch Krieg gegen Konstanze. So, Zufriedenheit von denen sieht gut aus. Wir brauchen allerdings noch, sagen wir, zwei weitere Patrizierhäuser. Da sollte doch ein Zimmermann in der Nähe sein, oder? Lass mal gerade gucken. Wo sind meine Zimmerleute? Hier. Ach nee, richtig. Die einzige Lummelhütte, die wir da nicht unterkriegen. So, wir ruinieren mal wieder unseren Staatshaushalt. Einfach um kurzfristig an zwei weitere Patrizierhäuser zu kommen, damit wir Schuldtürme bauen können. Und damit gehen wir dann demnächst in Richtung Adlige. So jedenfalls der Plan. Cassie ist auf dem Weg zum Weizen. Das ist in Ordnung. Das läuft, wobei ich dich ganz gerne hier hinten dran hätte. So läuft das. Und ihr seid als Einsatztrupp hier unten unterwegs. Sollte noch mal einer... Schiff ist eines meiner besten. Ja, sollte noch mal einer ein Flaggschiff kaufen. Können wir uns eventuell sogar gleich drum kümmern. Welcher Fisch ist uns hier ins Netz? Soweit, so gut. Ich glaube, wir herrschen mit Hassan über die Weltmeere. Die KI hat quasi keine Schiffe mehr unterwegs. Sie schon, aber mit ihr haben wir derzeit keinen Stress. Lucius geht hier bald wieder eine Insel abhanden. Und dann wäre es eigentlich schon schön, wenn er aufgibt. Ich meine, er ist auf Bauerniveau. Allah segne euch. Kann auf der Insel nichts produzieren. Die Insel ist auch nicht gerade der Wahnsinn. Hat zwar eine relativ große Hafenanlage, wo aber nichts drauf ist.
und ja, eine Papiermühle und ein Quarzbruch sind das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn das alles ist, was ich noch habe. Also, werden wir dann sehen. Noch hat er hier drüben ja theoretisch Möglichkeiten, aber ich denke, wenn wir ihm die Insel abnehmen, sollte er sich verziehen. Wäre jedenfalls schön. Wir rüsten einfach mal noch ein bisschen auf. Die wollen aufsteigen. Dann lassen wir sie doch. Ihr seid glücklich. Das heißt, ihr zieht ein, oder? Jep, jep. Staatshaushalt. Nicht perfekt, aber im grünen Bereich. Das reicht mir erstmal. Und sobald wir da die nötigen Patrizierzahlen haben, was wir eigentlich schon haben müssten. Nö, ein bisschen was fehlt noch. Oh, ich brauche noch ein Haus mehr. Ich werde wahnsinnig. In ihrer Stadt treibt ein feindlicher Scherge sein Unwesen. Diesem Lump konnten wir in letzter Sekunde das... Gibt's doch überhaupt nicht. Wen befördern wir dann noch? Wird von allem abgedeckt. Hat Zimmerleute, hat Schenke, hat Feuerwehr, hat eigentlich alles. Ist ein bisschen weit von der Schenke weg. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Passt bei denen aber auch. Gut, dann machen wir da unten vielleicht nochmal zwei Hütten hin. Na gut. So. Sieht fast so aus, als wäre es nach den hektischen Episoden jetzt mal wieder ein wenig ruhiger. Hassan braucht zwar immer mal wieder einen Geldschub, aber wir können uns mal wieder ein bisschen um friedlichere Dinge kümmern. Richtig, die Moschee. Da fehlt mir noch Mosaik. Wie sieht es aus mit dem Quarz auf der Insel? Quarz ist maximal. Das heißt, wir sind quasi maximal verquarzt. War ja klar, dass jetzt kein Weizen mehr da ist, wenn ich ihn brauche. Sack und Asche. Werde ja wohl mal 10 Weizen abdrücken können. Ah, so viel Zeit habe ich doch. Du kannst ja gar nicht so schnell klicken. Sag an, verkaufst du Weizen? Seid mir herzlich gegrüßt. Nee, verkauft er nicht. War ja logisch. Okay. Dann kümmern wir uns erstmal um den Auftrag von unserem Großvisier. Unglaublich. Ja gut. Wir haben die Balance so gemacht, dass das Getreide eigentlich direkt aufgebraucht wird, so wie es produziert wird. Das sollte mich nicht wundern. Die Gerbereien sind ziemlich unterlastet, möchte man sagen. Verkaufen wir? Wir verkaufen schon. Wir sind nur zu wenig unterwegs, um es zu kaufen. Schlecht. So, ihr zieht ein. Bis zu 1200. Das müsste also passen. Sobald wir jetzt noch 12 Stück dazu kriegen, haben wir die Sache mit den Schuldtürmen. Und dann muss ich mich langsam fragen, wo ich den errichten möchte. Der Rat der 10 dankt. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Der ist 3x4 groß, wenn ich mich richtig erinnere. Der würde sich hier richtig gut machen, aber dann muss ich halt das Geheimkabinett abreißen. Wäre nicht so gut. Von der Positionierung her wäre hier... Lasst euch den Erfolg. Wäre das hier so richtig zentral? Eigentlich optimal. Dann kriegen wir alle Patrizierhäuser abgedeckt. Ich reiß dabei aber 4 ab. Das wäre ein ziemlicher Mist. Oder 2 zumindest. Und wenn ich die beiden Häuser abreiße,
erwische ich die da hinten wahrscheinlich nicht mehr. Muss ich mal gucken. So, haben wir es dann bald, ja? Gibt doch gar nicht. Die kommen wirklich nur langsam dazu. Dabei ist doch alles ganz gut erfüllt. Auch das reicht denen eigentlich. Oh, was haben wir denn hier? So. So geht's nicht. Das kriegen wir demnächst hin. Aber ich glaube, wenn ich nach dem Aufnahmetimer gehe, nicht mehr in der Episode. Das heißt, in der nächsten... Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Ja, endlich. Wie es scheint, sorgt ihr gut für eure Bevölkerung. Ja, scheint fast so, oder? Gut, wir brauchen 10 Holz. Wir brauchen 5 Tonnen Seil und 7 Tonnen Werkzeug. Nehmen wir einfach mal so mit. Wehr dich nicht, sonst tut es wirklich. Das hast du doch gerade eben erst. Ist bei mir in besten Händen. Das zum Konto jetzt, alles klar. Gut. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilfe. Wo bauen wir das Ding jetzt hin? Wie gesagt, hier wäre so ein bisschen meine Wunschplatzierung. Oh ne, das ist 4x5. Ja, da würde ich wirklich auf 4 verzichten. Aber das reicht vom Platz her eigentlich ganz gut. Das können wir hier hinbauen und decken damit trotzdem noch wahnsinnig viel ab. Ich denke, so wäre das optimal. Und dann machen wir das so. Uns fehlt Stein und Glas. Und da so ein bisschen was. Lukrativ. Glas können wir hier unten in mitnehmen. Jeglicher Hinsicht. Das sind wir sowieso gleich unterwegs mit unserem Flaggschiff. Und dann passt das. Wo hat er wieder die ganzen Schiffe her? Gibt's ja überhaupt nicht. Der hat nur Bauern. Wie baut der solche? Unglaublich das. Okay, da hinten patrouilliert Hassan mit richtig viel Zeug. Das gefällt mir. Ihr seid ein ehrbarer Mensch. Der Kaiser wird davon erfahren. Da hätte die Merkante doch mal wieder eine Hilfsflotte angefordert. Na, da weiß ich schon, was zu tun ist. Sprich schon, meine Zeit ist knapp. Was ist denn das für einer? Dem Sultan von eurem Erfolg berichten. Danke, sicher das? Shukran. Ihr versteht es, euch beliebt zu machen. Ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Verflixt. Aber immerhin. Lucius hat beim Die Merkante das Flaggschiff gekillt, mal wieder. Und Die Merkante killt dafür Lucius. Das ist eigentlich in Ordnung. Ich würde mir dieses Schiff ganz gerne aneignen, wenn ich ehrlich bin. Außerdem mache ich mir gerade Sorgen. Die Dinger kommen eigentlich immer im Doppelpack. Und eine halbe Stunde war, glaube ich, auch noch nicht rum, seitdem er die letzte eine Stunde eigentlich. Die KI mogelt mal wieder. Oder hat das Ding selbst gebaut, ohne Adlige. Das würde ich dem auch zutrauen. Na, schauen wir mal. Als nächstes würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir bei Hassan vielleicht wieder eine Entermannschaft auftreiben und uns das Schiffchen hier schnappen. Meine Flotte ist unermüdlich dabei, Waren aus der Heimat hierher zu transportieren. Meine Flotte ist völlig unbedeutend, verglichen mit der des ehrenwerten Sultans. Du also. Ja, und wir gucken mal mit unserem Flaggschiff nach Weizen auf der Insel da oben, beziehungsweise
Wir verkaufen erst noch hier ein bisschen was. Zum Handeln vorbei. Sicher? Abgemacht. Okay, aber das wär's dann für heute. Vortrefflich. Wir sehen uns. Na, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, dann macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.